Guten Morgen, meine Lieben. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir haben heute Montag, den 19. Minus 4 Grad. Ja, wir müssen wieder die dicken Sachen anziehen und die Kinder sind sehr erfreut, nämlich gar nicht. Die waren schon wieder am Motzen und am Mosern, aber was willst du machen, ne? Tja, die beiden sind jetzt auf dem Weg, wieder krank zu werden. Ich hoffe ja nicht. Die Emma stand ja gestern Morgen schon mit so komischen Bölkhusten auf, da tagsüber geht hat. Und dann zum Abend hin, dann hustet die immer noch was, bis die dann wirklich fest schläft. Boah, ich habe mir Creme wieder in das Auge gerieben. Jetzt creme ich mich nur schon bis hier ein, aber irgendwie gelangt die dann doch ins Auge. Und dann brennt ein wenig. Ja, und gestern Morgen stand der Große auch auf und ja, hat was rau geredet und ja, abends ging es ihm so nicht gut, aber der hatte keine Temperatur. Dann gib es den guten alten Fenchelhonig, den liebe ich bis heute noch. Udo könnte kotzen gehen, wenn er den riecht, geschweige den nehmen muss. Meine Kinder und ich, wir nehmen gerne morgens und abends ein Löffelchen. Und heute Morgen, will ich nicht sagen, war alles gut. Also beim Lenny hast du so nichts gemerkt. Ich erinnere ihn natürlich auch nicht daran. Es gab trotzdem Honig. Und Emma hatte Nase dicht, ja, aber die wollten beide in Schule und Kindergarten. Es ist nur noch die Woche, dann haben sie erstmal 2 Wochen Ferien. Das werden sie hoffentlich schon schaffen und wenn nicht, nun ja, dann ist das so, ne? Gesundheit, denke ich, geht mal vor, können wir nicht bezahlen, wisst ihr. Und wenn nicht geht, dann geht nicht, ne? Ja, ich habe den normalen Wahnsinn. Boah, in der Wohnung ist das so warm. Sonne scheint aber, das ist schon mal schön. Also war die Laune gar nicht so schlecht heute Morgen. Auch wenn ich den riesen Wäscheberg sehe, den ich waschen muss und den noch weggebügelt werden muss, habe ich absolut gar keinen Bock drauf. Aber ihr wisst ja, muss gemacht werden. Ja, der Rest der Wohnung muss auch mal gemacht werden, weil gestern haben wir mal gar nichts gemacht und das war mal richtig schön. Der Nachteil ist, muss ich heute alles machen. Aber wir räumen ja jeden Tag auf, von daher ist das überhaupt kein Problem. Dann werde ich jetzt auch starten, Hühner rauslassen, versorgen alles und los geht's. Die Wohnung ist aufgeräumt, gesaugt und ich bin am Waschen. Das Badezimmer werde ich jetzt gleich noch machen. Ach, Taschen sind ausgeräumt, ich war richtig fleißig. Der Hund ist auch wieder da. Ja, das Wetter ist echt genial. Die Sonne, die scheint mittlerweile, haben wir 2 Grad. Muss ich sagen, richtig schön, trotzdem noch kalt. Also der Wind ist echt arschig. Ja, und es ist schon fast wieder, haben wir schon 11:30? Halleluja. Ja, da muss ich reinkloppen. Ja, Mittagessen gibt es ja sowieso erst heute Nachmittag, heute Abend. Haben wir mittlerweile so gemacht, dass wir dann zusammen alle warm essen und ich mache das mittags schon und dann ja, ist quasi Udo alleine und nee, das machen wir mal so. Ja, das Wetter ist echt schön. Tiere sind auch versorgt. Ich habe ja gesagt, die sollen schön Eier legen. Ich brauche für den Osterhasen ganz viele Eier, die er dann verstecken muss, soll, wie auch immer. Mal gucken, ob die so hören. Ja. Wollen wir mal gucken, werde ich das Bad noch schnell machen und dann los. Sieht das Wetter nicht geil aus? Das macht so richtig Lust auf Gartenarbeit. Und ja, draußen was machen. Aber Leute, das ist schweinekalt. Ja, die sehen mich schon wieder und meinen, es gibt was. Aber so ist es nicht. Ja, wunderschön und arschkalt und schön windig. Sogar mein blaues Piepmätzle sitzt da im Blumentopf. Genau. Papa hätte ich ja mal abmachen können, aber die hatte ich bei dem Wind einfach nur da reingesteckt. Machen wir alles noch. 14:30 Uhr und die letzte Maschine ist in der Wäsche.
Die restlich hängt draußen und meine Flossen sind eingefroren. Also ich habe jetzt 4 Maschinen Wäsche draußen aufgehangen. Mir stehen die Finger so. Das ist so kalt. Aber ich wollte, dass ein bisschen Winterbrise durchgeht. Ja, soweit ist aufgeräumt hier. Badezimmer ist gemacht. Kinder sind verschnabuliert. Also nicht ich habe die verschnabuliert, die haben schon was gegessen. Das richtige Essen gibt es ja heute Abend. Das richtige Essen hört sich auch gut an, ne? Ja, ich muss jetzt Handtücher falten. Die liegen hier schon vor mir. Und dann mache ich einfach mal 3 Minuten nichts, insofern meine Kinder mich lassen. Und ja, da muss ich ja schon fast anfangen mit Mittagabendbrot. Ja, die Hühner ärgern mich heute auch ein bisschen, immer wenn ich reingucke, weil ich denke, so jetzt kannst du Eier rausholen, sitzt eine andere Hähne. Also ich muss gefühlt 12 Eier haben, bei 6 Hennen. Nee, ist blöd. Die Kinder flitzen hier rum. Ja. Vielleicht male ich auch mal 5 Minuten wieder. Mal gucken. Kennt ihr das? Wir haben schon 16 Uhr und in einer halben Stunde trudelt mein Mann ein. Ich bin jetzt hingegangen und habe jetzt mal ein paar Minuten für mich genutzt und habe gemalt. Die Kinder haben mich auch gelassen. Auf einmal gucke ich auf die Uhr. Ich denke, nein. Jetzt muss ich schnell die Kartoffeln schnibbeln und hoffen, dass die schnell da sind dann. Passiert. Also mein Mann ist jetzt Gott sei Dank keiner, der dann nach Hause kommt und sagt, wo ist das Essen? Ist das noch nicht am Tisch? Das nicht. Aber trotzdem. Da bin ich jetzt so dahin geschmolzen. Habe ich gemalt. Ja, man nutzt da mal die Gunst der Stunde aus, dass die Kinder einlassen. Und dann ist das passiert, ne? Und meine Hühner ärgern mich immer noch. Wir haben 16 Uhr und jetzt sitzt immer noch eine oder schon wieder eine drauf. Also das müssen ja jetzt echt gefühlt 12 Eier werden. Und ich sehe da gleich schon kommen, dann gehen die runter und dann ist gar kein Ei da. Ich meine, wenn das so ist, dann ist das so. Aber lustig. Ja, und dann hat der Udo gesagt, bis minus 12 Grad werden. Ja, mir. Jetzt gucken wir gleich nochmal. Dann muss ich die Hühner nochmal dick eindecken mit Heu. Ja. Ich meine, Heu haben sie ja immer in den Nestern, aber eben, wenn es so kalt ist, dann noch mehr, ne? Die anderen können ja froh sein, die Wachteln und so. Die haben ja eine Heizung drin. Wobei die Hühner das wirklich sehr gut machen. Die sitzen dann wirklich zusammengemummelt auf der Stange und warten, dass es wärmer wird. Meine Mutter sagte auch gerade, ach ja, sie wollte auch die Wäsche raushängen. Aber dann doch nicht. Und ja, ich sag, ich werde wahrscheinlich gleich eingefrorene Bretter haben. Nimmst du so das T-Shirt hoch, dann kannst du sie aber mit erschlagen. Ach ja. Hauptsache, die haben die Winterbrise drin. Ja. Eieieiei, so ist das. So ist das und nicht anders. So ist das und nicht anders. Ja, aber ich denke, heute wird nicht mehr viel anstehen. Also zumindest weiß ich von nichts, was Udo vorhat. Keine Ahnung. Ja. Handtücher habe ich auch noch nicht gemacht. Ich dachte ja, ich male da so ein paar Felder und zu mehr komme ich nicht. Aber ich durfte mal. Ja. Wenn er dann gleich reinkommt, schmeiße ich alles in die Ecke. Wie macht er immer? Die Blumenspritze in das Gesicht und dann. Boah, das war so anstrengend.
Dann sagt er, oh nee, ist klar. Oder ich muss schnell rausgehen, mir dann so ein paar Eiszapfen an der Nase wachsen lassen und sagen, ich habe die ganze Zeit draußen malocht. Die Wäsche aufhängen, das war die wahre Pracht. Da glaubt er mir wahrscheinlich sofort. Haha. Ja, ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. Es gibt Kartoffelbrei mit Bratwurst und Sauerkraut. Ich glaube, also Sauerkraut werden meine Kinder eh nicht essen. Kartoffelbrei ja. Und Bratwurst ist auch immer so launenbedingt. Ich habe erst in einem Paket sind vier Würstchen drin. Habe ich erst eins in Hand gehabt. Und dann dachte ich, nee, komm, ich meine davon ab, wir essen die auch kalt, ne? So ist es nicht. Aber da habe ich gedacht, pass auf, ne, wenn du nur ein Paket nimmst, dann essen die Kinder mit. Und so wie jetzt, essen sie bestimmt wieder nicht. Das sind ja auch so, aber ich bin auch keine, die, ja, da mag ich vielleicht böse sein. Ich bin auch keine, die dann extra Essen kocht. Also entweder essen sie das oder sie essen das nicht, ne? So ist das. Wie handhabt ihr das so? Gibt es das, was am Tisch kommt, oder macht ihr noch? Also es gibt schon mal Tage, wo man sagt, komm, dann machst du noch was anderes dabei. Aber es gibt auch Tage, so wie heute, dann essen sie halt nur Kartoffelbrei mit Wurst. Oder machen sich ein Brot, eins von beiden. Aber jetzt noch für 12 Mann kochen. Ich bin gerade am PC und bin ein paar Bilder am Sortieren. Als wenn das nicht schon sentimental genug ist, zu sehen, wie schnell deine Kinder wachsen und groß werden. Nein, da habe ich auch noch was gefunden, wobei ich jedes Mal heulen muss. Und ich denke mal, das sollte sich jeder ganz doll zu Herzen nehmen. Denn das Leben, das ist schneller vorbei, als uns lieb ist und leider mit keinem Geld der Welt zu bezahlen. Und ja, ich denke einfach mal, dass sich jeder mal Gedanken drüber machen sollte, auch ich. Ja, wie sagt man, weniger auf irgendwie irgendwelche Dinge zu pochen, beziehungsweise irgendwelche Streitereien oder wegen so einem Blödsinn einfach, weil. Ja, ich denke mal, das ist das Leben einfach nicht wert. Ich werde das jetzt abspielen, allerdings ohne Ton. Könnt ihr euch vorstellen, da ist natürlich traurige Musik unterspielt. Und ja, bei mir rollen immer die Tränen. Ich lasse das jetzt durchlaufen. Ihr könnt ja Stopp machen, wenn euch das so schnell geht. Und dann los geht's. Ja, wie gesagt, wisst euer Leben zu schätzen. Da gehören weder Streitereien hin noch sonst irgendwas. Und ich denke mir mal leben und leben lassen und vor allen Dingen leben mit der Familie zusammen. Lebt den Tag, als wenn es der letzte wäre. Guckt euch diesen tollen Abendhimmel an. Der Mond, eine ganz dünne Sichel. Hinten Sternchen und wie schön der von den Farben her ist.
Guten Morgen. Es hat wieder geschneit. Gott sei Dank nur gepulvert, aber es reicht. Guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben heute Dienstag, den 20. Ich meine wohl, ja. Mittlerweile haben wir 1,5 Grad plus. Heute Morgen hatten wir 1,5 Grad minus und es hat geschneit. Gott sei Dank nur gepulvert. Ihr habt es ja gesehen. Aber ja, dann fahren die Leute wieder wie die letzten Menschen und oh, entweder hast du dann solche Schleicher, die wahrscheinlich schon wieder so oder immer noch Sommerreifen drauf haben, oder du hast so Vollbeknackte, die fahren ja, als würde kein Schnee liegen, als wenn es nicht vielleicht glatt sein könnte. Ja, Kinder sind auf jeden Fall heile weggebracht, der Mann, der ist auch zur Arbeit. Ich sitze jetzt hier, mache jetzt meine Tiere fertig und dann fahre ich zu meiner Mutti. So wird es sein. Gucken, ob die geschrieben hat. Nö, hat sie nicht. Ja, dann bleibt es dabei. Da werde ich dann dahin düsen. So, meine Lieben. Mama und ich, wir waren einkaufen. Habe ich euch ein Video zu gemacht, habt ihr auch schon gesehen. Und ich finde die Dinger hier genial. 50 Cent haben die bei Teddy gekostet. Da werden sich meine Kinder gleich freuen. Habe ich einmal für Emma einen lila grün und Lenny einen grün-gelben. Ja, da habe ich Spaß dran. Aua! Aua! Jetzt finde ich das Ding doof. Ja, Mutti hat sich ein Spielzeug geholt. Ich werde jetzt noch die letzte halbe Stunde, die ich noch habe, hier schnell aufräumen und so weiter. Bis später. Ich sitze wieder an meinem berühmten Mittagstisch hier. Kinder sind abgeholt. Wir haben auch schon eine Kleinigkeit gegessen. Hausaufgaben sind gemacht. Es ist ganz schön windig draußen, aber die Sonne, die ist schön. Also wenn der Wind nicht wäre, wäre das heute richtig warm. Wir haben 7 Grad. Und ich habe ganz rote Wänkchen, warum auch immer. Übrigens, die Hüpfdinger kommen sehr gut bei den Kindern an. Die hüpfen jetzt hier um die Wette. Ja. Hier sieht es immer noch aus wie, naja, eigentlich wieder wie Schlunzi. Aber naja, das mache ich heute Abend. Im Groben sieht es hier aufgeräumt aus. Und der Rest, den machen wir dann heute Abend, wenn die Kinder schlafen. Ja. Sonst ist, glaube ich, heute auch nichts Besonderes. Abwarten. Ich habe mir ein Curler-Set bestellt. Das ist heute angekommen, also jetzt gerade. Das ist von Amazon, von Dodo. Und ich habe mir das in Schwarz bestellt. Da sind 3 Lockenaufsätze mit bei. Die gibt es in Pink. In Pink. Ich habe Schwarz und in Zebra. Wusste ich ehrlich gesagt nicht. Ist aber auch überhaupt nicht schlimm. Ich habe zwar ein Glätteisen, aber ja, da habe ich noch nie wirklich mitgearbeitet. Schande über mein Haupt. So sieht jetzt der Stab, wie auch immer, auf. Ich weiß gar nicht, ob ihr jetzt sehen könnt. Hier ist ein Schieberegler, Stufe 1 und Stufe 2. Und eine LED-Leuchte. Der Kabel. Den kann man einmal rund umdrehen. Wartet mal eben. So, jetzt geht's weiter. Wie gesagt, den Kabel kann man einmal rund umdrehen. Und jetzt fangen wir mit den 3. Ja, sieht nach was anderem aus, ne? Aber das ist ein Durchmesser von 25 mm. Toll, jetzt bin ich schon wieder dunkel. Die Länge, keine Ahnung. Dann haben wir einen etwas spitz zulaufenderen Curler. Der hat den Durchmesser von 19 bis 25 mm. Und jetzt kommt ein ganz spitzer, der hat den. Ist das eigentlich der Umfang oder der Durchmesser? Ist das nicht dasselbe? Ihr wisst Bescheid.
von 9 bis 18 mm. So sieht das aus. Ich denke mal, so wird das da drauf gesteckt. Wartet. Ich muss mal eben das Loch finden hier. Zack, so aufgesteckt. Und hier sind dann zwei so Pinöppels. Da macht man die dann wieder ab. So denke ich mir das jetzt einfach mal. Zack, ja. Ja, wie gesagt, mal testen, wie das so funktioniert. 23,99 €, irgendwie so 23,99 €, 22,99 €, so in etwa hat das gekostet. Mal gucken, wie das so ist. Stufe 1 ist Mittel und 2 ist High. Was steht hier denn noch? Ich und mein Englisch, ne? Bis 360 Grad, was? Keine Ahnung, bis 210. Bis 210 Grad. Ich halte euch das mal rein, da könnt ihr euch mal, wenn ihr das erkennen solltet, selbst durchlesen. Roma fällt 80 210 Grad. Ja, so sieht's aus. So, heute wird nicht mehr viel passieren außer Abendbrot. Es gibt Reis mit Zucchini und Gehacktes. Nichts Besonderes. Kennt ihr alle selbst, brauche ich euch nicht zeigen. Ja, sonst ist nichts. Ich werde den Vlog dann jetzt einfach beenden. Wünsche euch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.